Was geht ab? YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS 17 auf der nordfriesischen Marsch vierfach zusammen mit dem McManus. Hi Leute! So, es geht weiter. Ja, so. es geht weiter. Das Schöne ist, neue Aufnahmesession und... Moment. Genau, neue Aufnahmesession. Freezy, können wir uns einmal am Hof treffen? Ich bin am Hof. Ah ja, da bist du ja schon. So, ja, warte mal, da kannst du ja aufhören jetzt damit. Wir wollten uns ja ein Dings kaufen. Nee, wir wollten uns ja ein Dings kaufen hier. Haben wir doch extra. Also erstmal ganz kurz zur Info. Es gibt zwei neue Mods auf dem Server. Die schauen wir uns eben einmal an. Und zwar sollte das sein. Moment. Einmal. Wo sind sie denn? Einen Radlader. Da haben wir den Classics L-Power drauf auf diesem Forstprojekt. Ne? Mit schöner, dicker, fetter Schaufel. 11,5K. Und wir haben... Warte. Unter Teleskoplader oder Radlader ist der? Radlader. Ja, hier ist ja der Class. Ja. Und wir haben den Chassis B. Das ist ja mein Favorit, muss ich ehrlich sagen. Chassis B TM320S. Ja. Da haben wir eine 4.500 Liter Schaufel. Aber ich bin mir gerade nicht so sicher. Moment. Ja, wir haben Fahrzeug-Upgrade-Shop. Das heißt, wir können die Schaufel noch ab. Wir haben ganz hinten noch einen. Was? Wir haben einmal den TM320S. Der kommt danach dem MLT 840. Und ganz, ganz hinten ist noch ein. Ach so, der ist ganz normal drin. Das ist gar keine Mod. Ach, schon gut. Entschuldigung. Ganz hinten ist nämlich noch einer. Das ist dann die Mod-Version. Das ist die Mod-Version, ja, mit den Ketten. Ah, mit den Rauben. Okay, genau, ja. Genau, ja. So. Komm mal her, Füsi. Komm mal hier rüber zur Tankstelle. Komm mal rüber zur Tankstelle. Nein. Komm da mal mit den Deutschen zur Tankstelle. Was ist denn da? Ist es schlimm, hier zur Tankstelle zu kommen? Nee, ich würde hier aber nicht rausgehen. Ist das dämlich. Ist das dämlich. So, bleib stehen. So. Ganz schön drin sitzen bleiben, wenn ich dir deinen Deutz wasche und sauber mache. Dein Monster-Deutz. Guck mal, wie er glänzt. Schön, oder? Oh, ja, warte, vorne ist Monster-Logo noch ein bisschen abspritzen, dass es auch schön sauber ist. Jawoll, so, schön. Warte, hier die Gabel noch. Da ist noch ein kleiner Dreckfleck. Schön. So, hinten auch. Oh, das Monstergewicht, das müssen wir auch noch sauber machen. Moment. Das hätte ich jetzt fast vergessen, Mensch. Das sieht ja gut aus. Schön. Oh, wie das glänzt, ey. Richtig viel Klarlack drauf, oder? Wie sie? Ja. Was ist los? Nix. Guck, auch wieder sauber. Oh, hier ist ein kleiner Rostfleck unten dran, ne? Da. Ja, ja. Da wurde nicht vernünftig lackiert. So. Jetzt fahr zum Händler. Ich fahr damit nicht zum Händler. Du bist hypnotisiert. Schau auf das Pendel. Schau auf das Pendel. Du kannst dem Pendel nicht ausweichen. Schau auf das Pendel. Hör auf mich. Schau auf das Pendel. Fahr zum Händler. Stell dich. Oh! Ja, Füsi. Wir hatten ja die Zuschauerfrage gemacht. Erstmal vielen, vielen Dank. Wirklich vielen, vielen Dank. Einmal, dass er hier bei der Glas, ne, welche Farbe. Da haben wir ja schön in Schwarz gemacht. Das hat ja super geklappt. Und wir haben ja gesagt, wir wollen den Traktor verkaufen. Wir haben uns ja den Big Butt, den ganz großen, geholt. Und wollen uns jetzt noch einen Teleskoplader holen und, und. Und da gab es ein, sag ich mal, ein sehr enges Rennen zwischen dem Deutz Monster und dem JCB Schwarz. Oder Füsi, wie siehst du das? Ja, ganz knappes Rennen. So knapp war es gar nicht. War der Monster so weit von? Nee. Doch. Okay, pass auf. Angebot, ne? Wir behalten den Monster-Deutz. Gell? Verkaufen den schwarzen JCB. Okay? Und dafür darf ich mir auf den gelben JCB den Aufkleber
Piss Deutsch drauf. Ist ein Deal. Echt? Ja. Okay, dann machen wir das so. Ja, Leute, ihr seht natürlich bestimmt uns nach, dass wir... Wir haben ja gesagt, den Deutsch schreibt spaßeshalber natürlich dahinter. Er hat mir auch gesagt, schreibt spaßeshalber dahinter, welchen Deutsch. Aber eigentlich stand ja nur der Grüne zur Debatte. Den Deutsch Grün. Oder eben einen von den beiden JCB. Und wir werden es jetzt so machen, wir werden jetzt den JCB, den Schwarzen, abstoßen. Vielleicht sogar den Grünen dann später noch, dass wir uns da auch nochmal einen anderen Traktor holen, weil im Endeffekt haben wir ja zwei Grüne, haben wir ja zwei Deutsch. Und da werden wir vielleicht den Grünen dann auch noch abstoßen. Also die zwei Traktoren werden wir auf jeden Fall loswerden. Früher oder später. Schauen wir mal. Gut. Jetzt müssen wir aber erstmal den hier loswerden. Okay. Oh, da gibt es aber gar nicht mehr viel. Wir haben den JCB ganz schön runtergeritten, Alter. Vater. Meinst du? Ja. So, was wollen wir uns holen jetzt? Wollen wir den Class XL Power holen oder wollen wir uns den Teleskoplader holen? Oh. Never also ich bin für den JCB, ich finde den vom Design her cooler. Echt? Aber ich weiß, ich habe jetzt nicht drauf geachtet mit der Power da, der Unterschied zwischen den Class und den... Ja, ich sag mal, zum Mistladen gehen beide, ne? Der eine hat halt eine große Schaufel, das muss man... Der Class hat halt eine 11,5K Schaufel. Wie viel gehen denn hier rein in den Dings? Kannst du mal gucken? Der habe ich jetzt noch nicht ganz voll, aber... Sag mal, wie viel kriegst du in die Schaufel jetzt... aktuell? Achso, ja, 2000 ich oder so, ne? 2000. Brauchen wir eben. War ja mal nix, ne? Anderthalb. Ja, 2000. 1857. Okay. Warte, stopp, Entschuldigung, wie viel geht rein? 1857 geht in der Schaufel. Naja, da können wir ja den JCB mit 4500, ist ja schon mal ganz gut, oder? Ja, ja. So. Eigentlich brauchen wir das nicht. Gut. So, habe ich den auch voll gemacht. Ist der schon voll? Oh, jetzt habe ich die Farbe ganz gut. Ja, der, ich bin aber mein Bob. Oh, Kettenlöll. Ist das fett. Alter, was hat denn der Verlampen da drauf? Sagt mir einer. So, Farbenwunsch. Farbenwunsch? Nö. Gut. Ist mir egal. Lass ihn gelb von mir aus, mir egal. Das mit den Lichtern ist irgendwie... Irgendwie nervt das, oder? Was denn? Zeig mal. Geht die ganze Zeit an? Ja. Steck mal aus. Da kannst du die konfigurieren? Ah. Nehmen wir Standard rund umleuchten. Dann würdest du den JCB mit zurücknehmen? Ja. Was los?
Was ist los? Achso, ich hab gar nicht gesehen, warte mal. Ja, läuft doch. War ein Deal. War ein Deal. Jetzt, es wird bestimmt wieder ein paar Leute geben, die das ernst aufgenommen haben mit dem Monster Deutsch und so. Und wahrscheinlich in der, unter die Kommentare wieder ein bisschen schreiben. Was ja prinzipiell nicht schlecht ist. Nö. Ja. Ihr habt jetzt hier so einen Sticker mit Piss auf Deutsch. Ich weiß, dass die Großteil Deutsch nicht mag und auf Fan steht. Ist auch voll okay. Alles voll gut. Aber seht es einfach nur mal so. Es ist eine Mod, die ich nur möchte. Und die seht ihr ja noch nicht mal bei McManus. Weil die Zuschauer, die bei mir drunter geschrieben haben, da hat keiner geschrieben, der Monster Deutsch soll weg oder so. Ihr müsst ja nicht bei mir schauen. Ist ja. Und wenn euch das wirklich so aufregt, ihr seht ihn ja gar nicht bei Manus. Ich wollte das nur mal gesagt haben. Ich bin auch ganz ehrlich, ich hatte deswegen mit Manus eine kleine Diskussion. Bei, oder was ist das, kleine Diskussion? Ich habe gedacht, ich komme wie so ein Feldmarschall und sag so, jetzt wird der Deutsch verkauft. Genau. Und ich habe gesagt, dass ich nicht aufnehme, bis wir das geklärt haben, weil ich wäre hier auch dann auf das Animals-Projekt ausgestiegen. Hat da wirklich die Pussy? Ich wäre auch nicht aus das Animals, ich wäre aus allen Projekten ausgestiegen. Aus Force, aus meinem zu hart, scheißegal gewesen. Das müsst ihr euch mal reinziehen, ey. Der hat so eine am Schwimmer. Ey, ohne Mist. Der hat voll eine am Schwimmer. Könnt ihr mir sagen, was er wollt, ey. Bist du nicht, ich mag gerne die Spielskin mit, ist alles überhaupt kein Problem. Ja, anscheinend ja nicht. Aber ja. Weil ich wirklich gedacht habe, wir verkaufen den, bin ich ganz ehrlich, weil wir haben, ja, weil ich das gedacht habe. Und aber das mache ich nicht und wird auch nie passieren. Ihr könnt noch so oft da runterschreiben, der Deutsch muss weg, er wird nicht wegkommen. Und wenn er wegkommt, ist Freezy weg. Ganz einfach. Und so wird es auch bleiben. Weißt du was, ich jetzt gerne, kannst du mal kurz bitte dieses eine Lied einspielen? Nee. Bitte, komm nur einmal. Okay, komm für den Game. Okay. Ach scheiße, das hört man bei dir nicht. Wieso hört man das bei mir nicht? Warte. So, bist du bereit? Bin bereit. Ah, ich find's traumhaft. Wenn jetzt. Achso, Moment. So ja. Ich gehe jetzt ein bisschen mit dem Mist düngen, ja? Bist du jetzt Mist düngen, ja? Ja. Ey, die sind ja schon alle gedüngt. Nee. Feld 1. Muss mal gucken, welche angesiedelt sind. Die können. Die haben, nee. Glaube ich, das ist die letzte Düngestufe. Ja, 2 kann gedüngt werden, 1 kann gedüngt werden, 20 kann gedüngt werden. So, sag Bescheid, ich belade dich dann. Okay. Ah, wie war der Tag heute? Heiß. Heute war unerträglich. War echt so, arbeiten alles ging, nur das Wetter, ey. Das Wetter? Ja, wir sind uns am überlegen, ob wir uns vielleicht eine Eismaschine, also keine Eismaschine, ein Eiskühlfach für die Firma zulegen, damit wir da Eis lagern können oder so. Das haben wir ja nicht. Okay. Na was, einfach ein Kühlschrank oder was? Also ein Gefrierschrank. Ja, wenn Kühlschrank haben, einen Gefrierschrank wollen wir haben, ja. Aber es wurde gesagt von der Geschäftsleitung, wenn ihr es selber kauft, ist das alles okay. Okay. Ja, jetzt wollen wir halt zusammenschmeißen und, ne? Ich geb's zu, ich war heute bei McDonald's, hab mir ein Eis geholt. Ein McFreezy? Komm schon. Nein. Ach, Tino. Ich hab mir ein... Was machst denn du denn da? Warte, dass du da drüber hast, weil hier ist schon die erste Düngerstufe drauf. Und dann tue ich hinter dir nach düngen. Na, was hast du für eine Arbeitsbreite mit dem Ding? Gleiche wie du, Grobers.
Sieht zumindest so aus. Ich sehe an. Ach so. Wie viel Düngestufen hat das Feld? Warte mal. Das ist jetzt die erste. Aber hier ist schon eine drauf. Ich kann ja nicht noch eine drauf machen, weil jetzt müssen wir den nächsten Arbeitsschritt machen. Weil ich gesehen habe, dass du ansehst. Und dann grubbern. Und dann ansehen. Ja, das ist ja schon einmal gedüngt worden. Das siehst du jetzt an. Und dann tue ich jetzt danach wieder düngen. Ne, guck mal, wenn du jetzt düngst, ob das zählt. Nicht auf mein Angesehen, sondern auf... Achso, ich glaube es fast nicht. Dann warte mal ganz kurz. Ist das geil. Nee. Ja. Da müssen wir einmal eben... Du willst aber nicht die Scheiße auf mein schönes Feld anhauen, oder? Ja. Na, das aber ist warte mal, es muss doch... Das, ich verstehe das nicht. Warum ist denn... Hm. Hä? Verstehe ich nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin. Ist jetzt nicht die Kacke auf das Feld hauen. Ne, warte mal, lass uns mal mit einem anderen Feld anfangen. Alter, hier wirst du nie fertig sonst. Lass mal die 20. Nee. 20? Guck mal, die 1 ist doch abgeerntet. Ja, aber die ist bei mir schon einmal gedüngt. Die 1? In wahrscheinlich Chopped Straw wahrscheinlich. Oder? Ne, kann ja gar nicht. Hier ist. Kannst du die 1 nicht einmal düngen? Ja doch. Nee, die kann ich nicht düngen, weil Chopped Straw drauf ist und da ist Raps drauf. Da ist gehäckseltes. Hier, die Rapsdinger sind da drauf. Okay. Deswegen zählt es schon als eine Düngerstufe. Ja. Das müssten wir jetzt grubbern, düngen, ansehen, düngen, fertig. Ja. Soll ich das dann grubbern gehen mit den anderen Big Butt? Der grubbert aber schon, aber du kannst gerne gucken, ob er fertig ist. Ja, ist gerade eben fertig geworden. Ich das sehe, ist ja gerade fertig geworden. Ja, der ist fertig. Kannst du einschenken. Dann grubber du das mal. Und ich. Denkt der hier alles an. Aber meine lieben Freunde, wir sind doch fertig mit der Folge, ne? Los. Ja, hab ich auch gerade überrascht. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge wieder vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.